Es geht um einen Elefanten, nämlich diesen Horden, der lebt in Nümpels, im Dschungel und kann, wie soll ich sagen, die Flöhe husten hören. Und die Flöhe sind in diesem Falle die Hus und die leben in Huheim und Huheim befindet sich auf einem Staubkorn und dieses Staubkorn befindet sich auf einem blühenden Kleestängel. Und Horden schickt sich an, diese Welt der Hus zu retten. Es gibt ein böses Känguru, gesprochen von der Anke Engelke, die nicht damit leben kann, dass der Elefant hier so eine Welle macht, weil alle anderen können die Geräusche, die aus diesem Staubkorn kommen, eben nicht wahrnehmen, nur Horden. Was ich eine ganz wunderbare Idee finde, dass eigentlich das plumpste und größte Tier des Dschungels die Hus eben nur mitbekommt. Und alle Freunde und alle anderen Dschungelbewohner halten Horden eben für äußerst exzentrisch und äußerst verschroben und der spinnt doch, den müssen wir einliefern lassen, es geht mir so in diese Richtung. Also es ist eine wunderschöne Geschichte nach einem Kinderbuch von Dr. Seuss, die in Amerika seit den 50er Jahren, glaube ich, sehr, sehr bekannt sind und in Deutschland nicht so, aber ich hoffe sehr, dass sich das ändert, weil die Bücher sind zauberhaft, ich kannte sie vorher schon und der Film ist ja gewohnt brillant. Von den Machern von Ice Age. Was anderes hätte ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Ich spreche den Elefanten Horton. Ist ein lustiger Titel. Horton hört ein Hu. Man weiß erstmal gar nicht, wer ist bitte Horton? Hört, okay, das ist ein Verb, das habe ich schon mal gehört. Was ist bitte Hu? Und Horton ist eben der Elefant, der Hauptdarsteller, der Held. Der tragikomische Held, möchte ich fast sagen, weil der komplette Dschungel eigentlich gegen ihn ist. Oder die meisten zumindest, weil die seine Freunde sich teilweise auch ein bisschen von ihm abwenden und der Meinung sind, jetzt knallt er komplett durch. Er behauptet, er könne Geräusche aus einem Stängel Klee hören. Und die Hus sind eben die Einwohner von Huheim. Wer soll es auch sonst sein? Und es reimt sich sogar. Und die leben eben in diesem Staubkorn. Horton ist ein Elefant wie du und ich, würde ich mal sagen. Ein Mensch wie du und ich. Nur in allen seinen Charakterschaften elefantöser, größer. Er ist liebevoller, als wir es vielleicht sind. Er ist dickköpfiger, als wir es sind. Er ist schlagfertiger, als wir es sind. Er ist auch plumper, als wir es sind. Er ist, ja, also durchaus Mensch, aber alle Charaktereigenschaften sind nochmal größer aufgeblasen, aufgepumpt. Wenn ich feststellen würde, mein Staub spricht zu mir, dann würde ich, glaube ich, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Oder einfach die Dosis der Medikamente, die ich eh alle schon nehme, einfach entsprechend anpassen. Ich würde, wenn ich sie denn hören würde, auch die Hus retten in diesem Staubkorn, die in diesem Klee wohnen. Das finde ich ist eine ganz wunderbare Sache. Und ich lehne mich jetzt einfach mal ganz weit aus dem Fenster. Aber diese Geschichte, diese Story hat tatsächlich auch eine spirituelle Seite. Das Staubkorn und das Leben in diesem Staubkorn, und es wird ja nicht umsonst das Staubkorn gewählt als Bild, weil was Kleineres entzieht sich ja eigentlich unseren Möglichkeiten, es zu sehen und zu erkennen. Und was dieses Staubkorn, das Leben in diesem Staubkorn für Horten ist, sind letztlich wir auf unserem Staubkorn, unserem Planeten, für den lieben Gott. Es ist einfach für mich was Besonderes, weil ich sowas noch nicht gemacht habe. Schon gar nicht in der Größe. Und schon gar nicht eine Hauptfigur und schon gar nicht einen Elefanten. Das ist für mich ganz persönlich das Besonderste gewesen. Ich habe eine Woche daran gearbeitet, eine knappe, in diese Welt mal eintauchen zu dürfen und zu erleben, was bedeutet das überhaupt, einer Figur eine Stimme zu geben und sich irgendwie in so einem dunklen Studio einzuschließen und nur mit Stimme zu funktionieren. Das war eine sehr spannende Herausforderung. Dieser Animationsfilm ist sicherlich dadurch besonders, dass er eine noch fantastischere Welt schafft, als es andere Animationsfilme schaffen. In Toy Story fand ich natürlich beispielsweise schon faszinierend, dass wir da irgendwie Spielsachen sehen, die auf einmal leben. Aber da wurden wir eben auch mit Menschen wieder konfrontiert. In diesem Animationsfilm siehst du keinen animierten Menschen. Das finde ich ganz wunderbar.
Die Hus würde ich jetzt, die werden zwar im Film auch als Menschlein, als Menschen bezeichnet, aber sie unterscheiden sich doch deutlich äußerlich vom Menschen. Und die Kreaturen, die hier geschaffen wurden, ja, auch das Känguru ist nicht wirklich als Känguru zu erkennen. Es gibt andere Figuren, wo man so eine Ahnung hat, was das jetzt sein soll, aber die Animatoren, so nennt man sie, glaube ich, gehen über das real existierende Tier noch viel weiter hinaus und geben ihm so ein ganz eigenes Bild und einen ganz eigenen Charakter. Ich fand immer die Momente toll, wo Horton sich windet und sich rausredet und das Känguru ihn beispielsweise damit konfrontiert, dass das doch totaler Unsinn sei, dass doch ein Staubkorn auf einem Kleestängel nicht reden könne. Und Horton dann eben, natürlich, das wäre auch Wahnsinn, ist ja blöd, sich dann so rausredet. Aber man in seinen Augen, das ist eben wunderbar gezeichnet und wunderbar animiert, trotzdem eine ganz andere Wahrheit erkennt. Das sind eigentlich meine Lieblingsmomente. Der ganze Anfang ist fantastisch, wenn Horton eben noch gar nicht mit dieser Hu-Welt konfrontiert wurde und man ihn quasi Horton privat erlebt. Ein junger neuer Morgen bricht an und er hüpft von einem Baumstamm, hüpft er erstmal in einer großen Schraube in den Tümpel, in Nümpel, wo er wohnt. Und ganz wunderbar ist, dass er sich aus seinen Ohren dann eine Badehaube macht. Und in einer anderen Szene, wo er was vorspielt, macht er aus seinen Ohren eine Baseballkappe. Und es ist einfach so dermaßen fantasievoll. Und es ist eben nicht nur ein Film für Kinder, es ist Family Entertainment at its best. Komödie ist eh das ernsteste Genre, das es überhaupt gibt. Und ich kenne kaum Genre, wo man mehr schwitzt und mehr Schweiß, Tränen und Blut drauf verwendet, dass es funktioniert, als bei der Komödie. Der klassische Elefant ist ja eigentlich, Moment, wie war er denn? Der hier, ne? Das ist der klassische Elefant, wo man dann gleich auch an Benjamin Blümchen denkt und törö, törö. Also es gibt die verschiedensten Elefanten sicherlich. Als Kind habe ich allerdings sehr gerne schon Elefanten nachgemacht, erinnere ich mich gerade. Dieses Geräusch, das ich gerade abgesondert habe, hat mich gerade flashbackartig in meine jüngste Kindheit zurückkatapultiert. Da habe ich, aber das kann ich inzwischen nicht mehr. Da habe ich den Mund irgendwie immer so vorgeschoben. Das ging früher besser, als die Zähne alle noch echt waren. Und da entfleuchte mir immer das Elefantengeräusch. Ja, an dem Horten komme ich nicht vorbei. Den habe ich jetzt ganz tief in mein Herz eingeschlossen. Und wenn jetzt eine Fee käme und irgendwie sagen würde, du hast drei Wünsche frei und du musst dich jetzt sofort entscheiden, weil die anderen zwei Wünsche sonst verfallen. Was für ein Tier willst du sein, würde ich natürlich jetzt aufgrund der gemachten Erfahrung mit diesem Elefanten sagen, ich möchte ein Elefant sein. Aber nicht irgendeiner, sondern Horten.